Hallo zusammen, ich habe für euch wieder ein Lehrvideo vorbereitet und heute geht es um das Thema Glühkerze. Ja? Wie sieht das Ganze aus? Was macht die Glühkerze? Was gibt es so für Funktionen, die ihr vielleicht nicht wusstet? Und da werde ich euch detailliert etwas beschreiben. Los geht's! Also fangen wir mal mit der Glühkerze an. So sieht das ganze Bauteil aus. Wir haben vorne das Stück, das vorglüht. Wir haben auch ein bisschen ein Gewinde, einen Anschluss hier. Und die Glühkerze an sich hat ja vor 50 Jahren ein bisschen anders ausgesehen. Da werde ich euch was einblenden. Da war das wie so ein Kringel oder so ein bisschen wie so eine Winde. Die hat dann geglüht. Aber warum brauchen wir denn eine Glühkerze? Eine Glühkerze ist im Hauptbestandteil dafür zuständig, den Brennraum vorzuwärmen. Denn bei einem Diesel, also einem Motor, der, man sagt dazu, ein Selbstzünder ist, brauchen wir drei Gegebenheiten. Und das sind Punkt 1, die Temperatur, wir brauchen die Luft und wir brauchen etwas Zündfähiges, also einen Kraftstoff. Und die Glühkerze sorgt dafür, dass der Brennraum vorgewärmt wird. Und das, sage ich mal, innerhalb von 1, 2, 3 Sekunden. Früher hat es natürlich sehr lange gedauert. Früher hat man ja teilweise bis zu einer Minute vorgeglüht. Man ist eingestiegen, hat die Zündung eingeschalten, dann hat man vorgeglüht. Hat man sich sogar früher, die alten Bauern, sogar eine Zigarette angezündet. Und das ist heute nicht mehr so. Das ist richtig modern, schnell geworden und sehr effizient. Und zwar haben die alten Glühkerzen eine Spannung gehabt von 12 Volt. Also wir haben hier oben 12 Volt angelegt und die Glühkerze hat hier unten geglüht. Das ist der Glühstift dann. Die glüht also wirklich feuerrot und leuchtend. Ich kann euch das natürlich nicht demonstrieren, weil diese Glühkerze kaputt ist. Aber es ist auch nicht so ganz wichtig. Ihr könnt euch genügend Bilder im Internet anschauen, wie das aussieht, wenn so eine Glühkerze vorglüht. Früher hat man mit 12 Volt eine Glühkerze bestromt, da gab es eine Vorglühstellung, das heißt, man hat in der Schlüsselstellung vorgeglüht und wenn man den Schlüssel losgelassen hat, dann hat die Vorglühung auch aufgehört. Das hat natürlich viele Nachteile, weil heutzutage braucht man die Vorglühung nicht nur zum Vorglühen, sondern vieles mehr. Und eine Glühkerze hat damals eine Spannung gehabt von 12 Volt. So, diese 12 Volt hat man da angelegt. Das Problem ist, wenn wir die Glühkerze für 12 Volt auslegen, dann haben wir zum Beispiel beim Vorglühen selber eine niedrige Spannung, weil die Glühkerzen brauchen relativ viel Strom. Also wir reden da so ungefähr grob pro Glühkerze mit beim Starten sogar bis zu 20, 25 Ampere. Die gehen natürlich dann etwas runter, aber das sind relativ hohe Ströme. Wenn man das jetzt zusammenzählt, dann sind es 4 Stück bei einem Vierzylinder und da kommt schon eine gute Stromstärke zusammen. Und die Batterie wird etwas in die Knie gehen, besonders in kalten Tagen, wo man die Vorglühung auf jeden Fall braucht, weil der Diesel ja sonst nicht anläuft. Und das ist schon das erste Problem. Was hat man gesagt? Okay, was hat man gemacht? Also es ist hingegangen und hat die Glühkerze von 12 auf 11 Volt runtergesenkt und sagt, ja, das reicht auch aus, wenn die bei 11 Volt funktioniert. Und so ging das dann weiter mit 10 Volt und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass wir bei 4,4 Volt sind. Denn es gibt so diesen Aberglauben, ja, mach doch mal folgendes, prüf doch mal die Glühkerze, leg die doch mal irgendwo auf eine Masse und bestrom die doch mal mit einem Kabel. Wenn man das heute macht, ist die Glühkerze definitiv defekt. Die Glühkerze brennt durch. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Der Unterschied von der Akustik zwischen einem Benziner und einem Diesel ist folgender. Es gibt eine weiche und es gibt eine harte Verbrennung. Und ein Diesel gehört zu einer harten Verbrennung. Warum? Weil wir in der Gemischbildung die Zusammensetzung haben und durch die Verdichtung quasi explodiert das Gemisch schlagartig, also überall, im ganzen Raum. Und deswegen sagt man so, der Diesel hört sich, ja, der nagelt, also der hört sich so metallisch an. Beim Benziner ist es eine weiche Verbrennung. Warum? Wir haben auch eine Gemischzusammensetzung und da verbrennt das Gemisch von der Mitte aus nach außen. Also wenn in der Mitte die Zündkerze ist, verbrennt das Gemisch nach außen. Wir haben eine weiche Verbrennung und deswegen hört sich da die Verbrennung im Groben unterschiedlich an.
was haben wir für Temperaturen an so einer Glühkerze? Man spricht so 1000 bis 1200 Grad wird diese Spitze warm und das ist schon eine sehr hohe Temperatur im Auto. Es gibt selten solche hohen Temperaturen, außer vielleicht in der Beleuchtung, vorne in der Birne, aber ansonsten ist mir da auf Anhieb jetzt nichts bekannt. Es gibt zwei unterschiedliche Bauweisen von Glühkerzen. Da unterscheidet man einerseits zwischen der konventionellen Metallglühkerze, sage ich mal, und dann gibt es noch die Keramik. Also ihr werdet das optisch nicht wirklich erkennen, ob das eine Keramik oder ob das eine Metallglühkerze ist, denn es geht darum, dass dieser Stift hier vorne, also dieser Teil, der sieht nicht bei einer Metallglühkerze so aus. Ihr könnt euch das vorstellen, das sieht so aus wie so ein, ich male das mal ein extra groß. So sieht das aus. Und bei der Metallglühkerze ist da so eine Windel drin. Also ein Draht. Und bei der Keramik haben wir so eine Art Schicht. Und hier ist dann diese leitende Keramik drin. Ja, das ist wie so eine Art Flüssigkeit. Und hier ist es eine leitende Keramikbeschichtung oder eine Schicht, sage ich mal. Und das ist auch der Unterschied. Denn wenn das hier glüht, glüht es ja innen und braucht ja noch eine Weile, bis mal die Außenwand zum Glühen gebracht wird. Und hier ist es so, hier ist es viel direkter. Das ist auch der Vorteil der Keramik. Sie glüht viel schneller und effektiver vor. Hat alles Vor- und Nachteile. Der nächste Unterschied ist der, es gibt solche Glühkerzen, die kommen in so einer Verpackung, also generell sind sie ja relativ sicher. Glühkerzen haben eine Besonderheit, wie auch Zündkerzen bezüglich des Fallenlassens. Also der Hersteller sagt, und das ist richtig übel, wenn die Glühkerze aus einer Höhe von mehr wie 2 Zentimetern, also das ist nicht wirklich viel, 2 Zentimeter auf den Boden gefallen ist, gilt die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Das Besondere an dieser Glühkerze ist, das seht ihr schon, das sind die Unterschiede von diesen zwei Glühkerzen, dass die so einen komischen Bauch hat hier oben und, sage ich mal, zwei Anschlüsse. Der Unterschied ist der, das ist eine konventionelle Glühkerze, ganz normale, und das ist eine Druckglühkerze, also das ist auch ein Drucksensor. Und zwar seht ihr, hier ist es verschlossen, also hier haben wir, hier ist es geschlossen und hier ist es offen. Das sieht man schön an dem Rand. Also hier sieht man, hier ist geschlossen, hier ist offen. Und durch diesen Raum kann Druck reingelangen und wird über eine Membran, hier ist eine Membran drin, der Druck dann quasi als Signal weitergegeben. Also wir haben einmal den Vorglühanschluss und einmal den Druckanschluss. Und so funktioniert das Ganze. Natürlich extrem teuer. Wir reden hier von, sage ich mal, 15, 20 Euro und wir reden hier von 60 bis 100 Euro. Also wenn man 4 von solchen Glühkerzen drin hat, wird das natürlich dementsprechend, oder 6 oder 10, je nachdem, wird es dementsprechend sehr teuer. Warum macht das der Hersteller? Es gibt einen Grund. Wir haben, wenn die Explosion stattfindet, bei dieser Glühkerze ja keine tatsächliche Kontrolle, wann ganz genau das Gemisch anfängt zu explodieren. Und dann hat man gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir haben ja nicht viel Möglichkeiten, wir müssen das irgendwie ja exakt feststellen. Und zwar hat man dann gesagt, wir brauchen ja den tatsächlichen Brennpunkt, wann genau das Gemisch explodiert. Und das merkt man am Druck. Und dann hat man so eine Glühkerze erfunden mit einem Drucksensor und verbaut das in diese Fahrzeuge. Was natürlich noch als Herausforderung kommt, und das wird euch wahrscheinlich jede Werkstatt sagen, wenn die Glühkerzen mal defekt sind, dann habt ihr ein Problem, beziehungsweise immer ein Risiko mit dabei. Und zwar, das Hauptproblem liegt darin, dass die Glühkerzen aus Metall gefertigt werden. Eure Zylinderköpfe in den heutigen Autos sind meistens aus einer Aluminiumlegierung. Das heißt, Metall in Verbindung mit einer Aluminiumlegierung heißt Elektrolyt. Und Elektrolyt bedeutet, dass das Metall sich verbindet oder abbaut. Ja, so, das baut sich ab, es rostet fest und jetzt haben wir das Problem, dass die Glühkerze im Zylinderkopf festsitzt und nicht mehr lösbar ist.
Da gibt es viele Tipps und Tricks, wie man das am effektivsten macht. Man kann das auch in Öl stehen lassen, warm laufen lassen. Da gibt es solche speziellen Schlaghammer und so weiter. Was für euch ganz wichtig ist, es gibt ein Anzugsdrehmoment für diese Glühkerze und ein Abrissdrehmoment oder ein Abrissmoment. Und das ist nämlich exakt der Wert, wo dann jetzt beispielsweise, wir ziehen diese Glühkerze mit 18 Newtonmeter an und die hat ein Abrissmoment von 35. Und wenn ihr mit 35 Newtonmeter die Glühkerze nicht öffnen könnt, dann lasst es auch, weil dann danach wird es richtig teuer. Wenn die Glühkerze, und zwar wenn ihr sie aufdreht und sie irgendwo hier abbricht oder hier vorne, dann habt ihr ein riesengroßes Problem und im schlimmsten Fall müsst ihr sogar den Zylinderkopf demontieren oder ihr müsst was ausbohren. Also, und das ist immer so das Risiko. Man kann dem entgegenwirken und sagen, okay, wir holen uns was dazu, wir machen vor dem Einbau, also man kann, also alternativ kann man so eine Keramikpaste verwenden, indem man die Glühkerze, sage ich mal, etwas einschmiert, also nicht zu viel, gell, dünn aufschmieren oder auftragen und aufs Gewinde. Und eigentlich sagt der Hersteller, es gibt zum Beispiel von Mercedes so eine Spezialfett. Es ist aber kein Fett, es ist eigentlich eine Hochtemperatur-Keramikpaste. Und diese Keramikpaste, die wird dann auf das Gewinde aufgetragen und dann hat man beim nächsten Mal eine Freude oder im Regelfall gehen die Glühkerzen relativ gut raus. Das ist so der Vorteil, klar. So eine Tube kostet, weiß ich, 70, 80, 100 Euro, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall sehr teuer. Und damit könnt ihr euch quasi helfen, euch selbst beim nächsten Mal oder allgemein, die Werkstatt macht das im Regelfall, die sollten auf jeden Fall nicht trocken reingeschoppt werden im Gegensatz zur Zündkerze. Und kommen wir mal zur Vorglühung. Wir haben ja mitbekommen, dass es früher relativ lang ging, teilweise eine Minute oder zwei, je nachdem, die alten Autos haben relativ lang vorgeglüht. Heute ist es ja nicht mehr so und das Üble ist, dass schon das Auto beim Aufschließen weiß, wenn es eine bestimmte Außentemperatur hat, dass ich dann vorglühen muss. Es gibt unterschiedliche Vorglühphasen. Also wir laufen ans Auto, schließen das Auto auf. Sobald wir spätestens die Tür öffnen, fängt das Steuergerät an, das Auto vorzubereiten, indem es vorglüht. Dann steigen wir ein, wir schalten die Zündung ein, das Auto glüht weiter vor, also oder konventionell glüht es vor. Das nennt man das Vorglühen. Dann gibt es das Startglühen, also während des Startvorgangs glüht die Glühkerze vor. Dann geht es weiter. Wir haben das Auto gestartet und dann geht es zum Standby-Glühen oder Weiterglühen, sagt man dazu. Das heißt, die Glühkerzen sind trotzdem noch aktiv und teilweise bis zu 20 Minuten, 30 Minuten sind die Glühkerzen noch aktiv. Klar, vielleicht nicht mit der vollen Leistung. Das macht auch das Steuergerät. Da kommen wir auch gleich dazu, was das ist. Dann gibt es noch ein Schiebebetriebglühen. Wenn ihr lange einen Berg runterfahrt und eure Temperatur vom Motor runtergeht, dann muss der Brennraum vorgewärmt werden, damit es auch von der Effizienz und von den Abgasen her eine super Verbrennung gewährleistet ist. Und deswegen wird quasi auch noch im Schiebebetrieb vorgeglüht. Und es ist ja auch nicht das Ende. Es gibt noch ein Regenerationsglühen. Ihr müsst ja, bei den meisten Fahrzeugen ist es so, dass ihr eine Temperatur so von 500 Grad erreichen wollt. Und das könnt ihr nur mit Hilfe der Glühkerzen unter anderem. Es gibt noch andere Bauteile, die dafür zuständig sind. Dann, da habe ich auch noch ein paar Videos gemacht. Aber im Großen und Ganzen, man glaubt es gar nicht, wie oft so ein Diesel vorglüht oder allgemein glüht. Und das ist natürlich richtig interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt. Was ich euch noch als Tipp geben kann zum Ausbau, versucht mal hin und her zu fahren und falls die Glühkerze tatsächlich relativ schwer rausging, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr das Gewinde nachschneiden müsst. Also da werdet ihr wahrscheinlich nicht drum rumkommen und müsst das Gewinde nochmal nachschneiden, wenn es schwer rausgegangen ist. Und zum Wechsel der Glühkerzen, versucht bitte alle Glühkerzen zu wechseln. Denn wenn die Glühkerze kaputt gegangen ist und die anderen drei sind noch ganz, wird es nicht sehr lange dauern, bis die andere irgendwie kaputt geht. Als Beispiel, ihr werdet 80 Jahre alt und ihr werdet doch nicht glauben, dass der Nachbar, der neben euch wohnt, 300 Jahre alt wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also meistens wechselt man die Glühkerzen komplett aus. Kommen wir mal zu den Vorglühsteuergeräten.
Und zwar so sehen diese Steuergeräte aus. Man denkt sich so, ja, das ist so ein ganz normales Relais. Ja, nicht, denn so ein Vorglühsteuergerät hat ein Relais integriert. Und guckt mal, was da für eine Elektronik dahinter steckt. Das ist nicht mehr ein Vorglührelais oder so, das ist ein Vorglühsteuergerät. Ihr seht das auch, das sind unterschiedliche Widerstände, Temperatursensoren, da ist ein Prozessor mit dabei und so weiter. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, ja, das ist ja bloß ein Relais. Auch solche kleine Bauteile können Steuergeräte sein, die dann bestimmte Sachen schalten, ja. Und zu diesen Steuergeräten, also zu den BMW-Fahrern, sage ich mal, da ist es so, das ist so ein typisches BMW-Vorglühsteuergerät. Man sieht auch die Anschlüsse, das ist ja so ein großer Plusanschluss da drin. Und dann hat man hier die Kontakte, dann geht es so zu den Glühkerzen weiter. Also es ist so ähnlich, klar, es ist ein Mercedes-Vorglühsteuergerät, man sieht es auch an dem Zeichen, da steht auch drauf Beru, das ist ein Zulieferer, der quasi diese Steuergeräte baut, aber die von BMW sehen ähnlich aus. Und da sagt man so, man empfiehlt bei dem Wechsel der Glühkerzen so alle 60.000, dass man das Steuergerät mitwechselt. Man kann es auch weglassen, man kann sagen, okay, man macht's nicht, aber wenn jetzt das Steuergerät unter der Ansaugbrücke sitzt und man hat schon eine Stunde gebraucht, um diese Glühkerzen überhaupt zu sehen, dann hat man sie ausgebaut, das war jetzt noch ein erschwerter Ausbau, dann baut man das wieder zusammen und man hätte wegen 100 oder 150 Euro, hätte man auch das Steuergerät mehr wechseln müssen. Es ist bei dem einen oder anderen Hersteller, ja, sage ich mal, mir bekannt, bei BMW und Mercedes verrecken die mal gerne, ja, und da ist innen drin einfach eine Leistungselektronik und es ist so, dass diese Elektronik zu jeder Bordspannung versucht, die Glühkerze für eine bestimmte Spannung zu halten. Und das ist auch der Trick und deswegen brauchen wir das heute. Also es gibt so viele Anforderungen, so viele Parameter, bei denen die Glühkerze glüht und da verreckt einfach die Leistungselektronik innen drin in diesem Steuergerät. Und das ist auch der Grund, warum man eine Glühkerze wechselt und denkt, ja, eigentlich ist sie ja kaputt. Man wechselt die oder prüft sie. Wobei, ja, ist relativ schwierig, aber man prüft sie und trotzdem wird zum Schluss dann das Steuergerät defekt sein, weil es immer wieder anzeigt, dass die Glühkerze defekt ist. So, und das war's auch von mir mit der Glühkerze und der Vorglühanlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet gerne das nächste Mal ein und ja, passt auf die Glühkerzen auf, denn das ist ein heißes Ding, gell? Bis zum nächsten Mal.